Und da ist er wieder, ne? Wer ist da? Na? Ja, der Vorbootler von minenarbeit.de. Wir hatten schon beim letzten Mal vor, diese Außenwand, dieses Stück hier praktisch, dieses Teil, das ist zu fett. Das muss weg. Ja? Und jetzt halte ich mich da nicht lange auf. Muss jetzt so machen, dass ich da auch immer irgendwie eine Etage weiter höher komme, so hochkomme. Also kriege ich schon irgendwie hin. So, das Ding, das ist zu dick. Denn wir bauen hier in diesem Berg, in dieser wunderschönen Gegend, guckt sie euch nochmal an. Na, viele spielen ja jetzt schon mit, aber viele kennen sich noch nicht so aus, ne? Swampweed könnt ihr eingeben als Seed. Lest das auf minenarbeit.de. De, ach Quatsch, minenarbeit.davo, ne? Minenarbeit.de, so heißt die Webseite, die dazugehörige. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dorthin reisen würdet und euch dort umsehen würdet, ja, weil ihr findet dort viele Informationen, ne? Grundsätzliche Informationen, die in geschriebenem Wort dort zur Verfügung stehen. Und das ist praktisch, ja. Da muss ich nicht dauernd irgendwie hier was erzählen. Das mache ich immer mal wieder natürlich irgendwie, ne? Ich erhole mich dann schon mal und so, ne? Aber ihr könnt auch alles in Ruhe nochmal nachlesen. Auch so Koordinaten. Ich glaube, ich habe das jetzt immer noch nicht offiziell gemacht. So, hier mal zu gucken. Die Wohnhülle ist bei minus 191 oder 190 X-Achse, ne? Und Z-Achse 199. X minus 191, Z 199. So, da findet ihr diesen Berg und ich hatte mir überlegt, da einfach eine Wohnhöhle reinzubauen oder irgendwie so, was weiß ich. Wohnhöhle sage ich jetzt inzwischen immer dazu, aber ich weiß eigentlich noch gar nicht, was das wird. Lagerhaus oder was auch immer, ne? Mal gucken. Ja, und dann ist mir aufgefallen, das war noch so diese Außenwand, die hätte ich gerne so ganz gerade hoch, ohne Vorsprung. So, das muss ich mal eben hier klären. Und deswegen hacke ich das hier jetzt ab. Das ist alles Arbeit, aber auch nicht schlimm. Die Ressourcen stecken wir uns alle ein. Jetzt, ich habe inzwischen, das hätte ich gar nicht gedacht, also ich habe inzwischen wirklich schon richtig viele Koppelsteine zusammen und da hätte ich gar nicht gedacht, dass das so schnell geht. Also als ich mal angefangen habe, Minecraft zu spielen, vor einigen Jahren, da habe ich dann, hatte ich den Eindruck, es dauert alles viel länger, bis man so Material zusammen hat, aber nö. Es, ja, lag wahrscheinlich daran, dass ich nicht so viel Plan hatte, wie man so ein Spiel so angeht, ne? Wie auch viele, die machen sich ja immer in der ersten Nacht, das wisst ihr inzwischen, das habe ich ja schon in meinen Basic-Videos erzählt und so haben wir auch dieses Let's Play hier angefangen. Ja, das war, viele machen sich dann in der ersten Nacht so unheimliche Arbeit, haben tierisch Schiss so, und bauen sich dann eine Hütte und was weiß ich, müssen vorher die Ressourcen finden, finden dann nicht genug, sind voll im Stress und gehen drauf in der Nacht, ne? Es gibt da ja zu dieser ersten Nacht, habe ich gesehen, es gibt da ja irgendwelche, was weiß ich, so Guides, ne? Also da kannst du so, es gibt ganze Bücher, da steht dann drin, und die kannst du, da musst du dich registrieren, und da musst du wahrscheinlich noch irgendwas überweisen, und dann hast du den Ultimate Guide, irgendwie, der dir dann erzählt, ey, wie du die erste Nacht in Minecraft verbringen sollst, und wie du die überlebst, weil sonst überlebst du nicht, so wie jetzt. Ah, prima. Ja, klasse. Das traf sich jetzt wirklich mal wieder wie, ja, wie der Hinterteil auf Eimer, ne? Und es gucken ja Kinder zu, deswegen wollte ich jetzt nicht Arsch sagen, ne? Naja, bin ich fast hops gegangen, das kommt schon mal vor, das war halt so ein richtiger schöner Minenunfall oder Bergarbeiterunfall. Ja. Schmeiß ich mal eben sogar die Erde weg. So, paar Koteletts, ja, Koteletts habe ich immer noch nicht neue. Das waren die letzten. Schweine in der Nähe. Würde ich ja mal kurz einen Abstecher machen. Irgendwelche Schweine in Sicht? Nee. Nee, nichts zu machen. Naja, jedenfalls, wahrscheinlich gibt es dazu auch Guides, ne, die einem sagen: So jagt ihr Tiere! So braucht ihr nicht zu verhungern! Ne? So ein Schwachsinn, Leute, fallt nicht auf solche Idioten rein, ne, die da nur irgendwie Profit rausschlagen wollen. Entweder, ja, wenn's, entweder wollen sie irgendwie
Geld haben oder die wollen, dass ihr euch registriert oder dann haben die eure Mailadresse, dann ballern die euch mit Spam zu, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Es ist ein Spiel, Leute, ne? Keep it real. Ja, wie der Engländer so schön sagt. Bleibt auf dem Boden der Tatsachen und stürzt nicht, fallt nicht dauernd auf den gleichen Fehler rein. Emma ist bald gut mit dem Geröll da oben. Das ist ja wohl der Hammer, ne? Jetzt aber erst recht, Leute. Hoch da, nix wie ab. Doch, so hoch war ich schon. Da kann ich mal eben über den Berg hoch, rüber gucken, ne? Oh ja, wie hoch ist denn der noch? Ich hätte zum Beispiel auch nicht gedacht, dass der so hoch ist. Der wirkt nicht so hoch. Und bin ich eigentlich schon irgendwie... Da ist der Raum schon. Guck mal, wir sind schon durch. Das ist der große Raum, oder was ist das? Ja, das ist der große Raum. Und da drüber habe ich noch einen angelegt. Oh, ist das schon hoch. Da ist das Probefenster, was ich gemacht habe. Kohle, die holen wir uns mal eben. Müssen wir dann bei Zeiten mal irgendwie... Was mache ich denn hier? Ah, hallo, was mache ich denn? Bei Zeiten müssen wir dann die Außenseite dann wieder irgendwie verkleiden, sodass das alles Schönstein ist, ne? So. Hoppla. Ja, da komme ich sonst nicht gut ran, da muss ich mal eben... Ja, die Kohle nicht vergessen, müssen wir uns gleich schnell unten einsammeln gehen. Damit die, ach, da komme ich dann auch von innen ran, das ist ja praktisch dann schon innen da. Na, das noch. Und die Ecke auch noch. Haben wir dann hier noch. Ja, aber diese Guides mache ich mich immer lustig, ne? Es wäre jetzt auch super kompliziert, dass man da jetzt da irgendwelche Guides zu, also Anleitung. Man kann ja mal Dinge erklären und mal ein bisschen zeigen, sicher. Mache ich ja auch, ne? Aber, und ist ja auch schön, wenn den Leuten das gefällt, dass ich dann da mehr Abonnenten von kriege und mehr Zuschauer. Das ist ganz klar, ne? Das, eine Hand wäscht die andere, sag ich mal, ne? Aber, dass man da so ein Geschäft draus macht, irgendwie so, ne? Das ist irgendwie ein bisschen strange. Okay, jetzt kann das Zeug wieder weg. Was mache ich denn hier? Nehme ich lieber die Schippe. Vorbuddler. Ja. So. Das, da bin ich ja, glaube ich, hochgekommen, oder? Nee. Oh, fataler Fehler. So, jetzt möchte ich gerne noch... Warte mal, Moment. Das ist aber da nicht mehr hoch. Warte mal, wo ist denn die Decke? Das ist die Decke hier. Das hier. Okay. Das ist die Decke. Dann ist das 1, 2, 3 der Raum. Kann doch nicht sein, der ist doch gar nicht mehr so hoch. Was ist denn der nächste Raum da oben? Oben. Hm, schön. Schön hier. Die Bäume werden wahrscheinlich stören. Die Hühner eh. Die alte Holzaxt habe ich immer noch dabei von einem ersten Tag. Ja, könnte ich die immer vielleicht mal langsam abnutzen. Die Bäume werden mich wahrscheinlich sowieso stören. Außerdem wird es gerade Nacht. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich muss ja noch runter. So schnell komme ich nicht runter. So mache ich das jetzt. Ich könnte jetzt reinspringen, ne, aber ich will ja unten noch meine Kohle aufsammeln. Ich hoffe, die liegt da noch. Alles, was runtergefallen ist, dieses kleine Zeug. So. Hm. Hm. Also Kohle war da jetzt weniger bei. Droppt die so schnell weg, da ist noch was. Ah ja, nee, okay, dann ist es wohl auch nicht mehr gewesen. Schön, dann gehe ich mal rein. Ah, hier, das haben wir noch einiges zu tun. Vielleicht sollte man jetzt auch langsam mal anfangen, schon mal Schönstein zu brennen, damit ich, im Ofen, damit wir da auch mal so ein paar Sachen so auf Schönheit reparieren können. Da habe ich alles, was ich brauche. Kohle in den Ofen. Ah, das können wir erstmal wegbrennen da. So, erstmal 64er Stack so da rein, auf jeden Fall.
Gucken, wie lange das so geht. Mit dem Holz als Brennstoff. Di-di-di-di. Oh, geht doch. Dauert jetzt ein bisschen. Keine Sorge, ich gucke da jetzt nicht gleich die ganze Zeit zu. Ich warte nur ab, bis das Holz verbrannt ist. Ich könnte das jetzt da rausnehmen, aber nö. Ich will das jetzt mal wissen. Ja, ja. Was wollte ich denn noch so erzählen? Ja, genau. Zum Beispiel hier, viele machen ja auch immer so ein Abonnenten-Special. Ja. Und das scheint auch irgendwie immer total beliebt zu sein. Ich lese dann immer auch, ich kriege das ja auch ab und zu mal mit, ne? Was so auf YouTube zum Beispiel läuft. Und da gucke ich ab und zu auch mal. Und ja, Abonnenten-Special, ne? Nur wann mache ich das? Ich habe mir vorgestellt, ich mache das bei 500 Abonnenten. Ja, jetzt habe ich auch schon ein paar und das ist ja gar nicht mehr so lange, wenn es denn so weitergeht. Und ich denke mal, 500, das ist dann auch eine schöne Zahl. Also 1000 wäre mir natürlich lieber. Vielleicht ändere ich auch meine Meinung nochmal. Vielleicht, ne? Obwohl, ja, also 500 ist jetzt erstmal schon mal so ein Richtwert. Und was ich dann da mache, weiß ich noch nicht. Ne? Ich könnte mir verschiedene Sachen vorstellen, was ich dann so machen könnte. Vielleicht mal wirklich auch etwas, was mit Minecraft da nichts so weiter zu tun hat. Da mache ich ja sowieso schon alle Menge mit, ne? Oder jede Menge. Aber ich könnte mir natürlich auch mal was ganz anderes vorstellen, dass ich vielleicht mal ein Let's Play, also so ein kurzes Let's Play, also ne, mal mache und in ein anderes Spiel reinschaue zum Beispiel. Ein anderes Spiel mal spiele. Ich werde dann wahrscheinlich aber kein aktuelles Spiel nehmen. Weil ich finde das nicht so cool. Ich kenne mich auch gar nicht so aus, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht so, was bei dem Moment so angesagt ist. Nee, aber ich hätte da schon bestimmt ein paar gute Ideen, die dann bestimmt auch unterhaltsam sind, auch interessant, selbst wenn ihr das vielleicht schon selber kennt. Ich habe da so ein paar Ideen. Entweder ein Let's Show, was weiß ich, oder ein Let's Play, dies und das. Ja, also das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen als Abonnenten-Special bei 500 Leuten. Bei 500 Abonnenten auf YouTube. Also macht ein bisschen Werbung auch für mich. Macht ja eh. Ich bin ganz stolz auf euch. Ja, ihr seid großartig. Auch mal an dieser Stelle nochmal gesagt. Ne? Schön, dass ihr dabei seid, dass euch das gefällt. Und du Skelett da draußen. Ah, die sind so doof, die Viecher, die Skelette. Du, oh. Die einzigen, vor denen ich wirklich richtig Angst habe. Ja, jetzt stehe ich hier mehr oder weniger rum. Ich wollte eigentlich nach oben laufen. Pass auf, da steht jetzt wieder ein Creeper. Mitten in meinem Wohnzimmer. Der Raum ist hell genug. Da bin ich, da geht's ja nach draußen. Hell genug ist der jetzt irgendwie nicht, würde ich sagen. Na, also, bisschen mutig. Oben müsste ich mal weiterbauen. Die Leiter, die hängt da noch an einem völlig falschen Ort. Da ist nämlich jetzt auch schon draußen. Na, da war ich ja schon vorhin. Da müssen wir mal gucken, dass wir das alles nochmal ausbauen mit... oder man macht da oben eine Terrasse hin mit Glas überdacht oder sowas. Dass man die von außen nicht sieht. Da dennoch kein Monster irgendwie reinfallen kann. Da ist ja eigentlich nur Glas. So, da kann man dann nur Glas benutzen. Ich glaube, ich habe ja auch schon fleißig, wie ich bin, Sand gesammelt. So, mal sehen. Naja, das ist hier noch gar nicht draußen. Aber wie gesagt, das kann gar nicht mehr weit dann. Das ist bestimmt jetzt hier außen, wenn ich das jetzt wegschlage. Naja, gut, ich hatte doch den Eindruck, dieser Raum müsste draußen ankommen. Naja, ich muss Schluss machen. Video ist vorbei. Ciao.